Call off. Komm her, kommt mal ran. Entschuldige, ich habe gar nicht gemerkt, dass ihr schon da seid. Wenn du Heu machen willst auf deiner schönen, herrlichen Wiese, die du so liebst, dann kommt ja als erstes immer das Mähen. Und ich persönlich, ja, ich habe nichts gegen größere Mähwerke, aber ich mag so wie früher den Mähbalken, das mag ich am liebsten. Das erinnert mich noch an die guten alten Zeiten. Ich hatte ja früher, das war das erste Mal, hatte ich noch an meinen RS09, ne, an meinen 124 GT, da hatte ich den ja noch in der Mitte zum Rausklappen. Jetzt gibt es sie ja überall zum Anbauen, für hinten an eine Zapfwelle ran. Egal, ob der Trecker kleiner oder größer ist. Hier hast du einen einfachen Mähbalken, also von Messer her. Und hier hast du einen doppelten. Nicht zu glauben, was es alles gibt. Und hier, schau mal, hier siehst du, kleiner Trecker, Kategorie 1, würde ich sagen. Ja, also von der Aufnahme her. Und hier kannst du auch gerne mit K2 ran, also wenn es ein bisschen größer wird. Ich habe ja einen größeren Trecker, ein bisschen, die Marke darf ich hier nicht sagen, sonst verliere ich meinen Arbeitsplatz. Ne? Nee, nee, ich fahre natürlich MTS, was anderes kommt mir gar nicht in die Tüte. Aber ist ja interessant, was es schon für schöne MTS gibt. Könnt ihr euch auch mal informieren. Und wenn es nicht im Interpret findest bei Wupodo, dann ruft doch hier einfach mal an. Also, Mähbalken in alle Größen mit Doppel- oder Einfachmesser, so wie du willst. Und deine Wiese, die ist glatt wie du nach dem Friseur.